In unserem Beispielprojekt haben wir folgende Situation bei der Treppe. Die Treppenbekleidung und die Bekleidung des Podestes haben denselben Bodenbelag. Die letzte Treppenstufe ragt hier in den Bereich der Decke. Im Grundriss möchten wir den massiven Teil des letzten Treppentrittes strichliert darstellen, weil der Bodenbelag durchgehend verlegt wird. Wir aktivieren die Treppe. Mit T gelangen wir in die Einstellung. In der Grundrissdarstellung wählen wir beim massiven Konturlinientyp eine strichlierte Linie aus. Wir lassen die Treppe aktiviert und wählen über den Bearbeitungsmodus die oberste Treppenbekleidung an. In der PET-Palette klicken wir auf die Kantenbearbeitung und blenden die Kanten der Bekleidung aus. Die Lauflinie können wir nun ganz einfach im Bearbeiten-Modus grafisch verschieben oder wir wählen in der Treppeneinstellung, dass das Lauflinien-Symbol an der vorletzten Stufe endet. Möchten Sie alternativ zur gestrichelten massiven Linie die Linie ganz ausblenden, können Sie die massive Treppenstruktur in der Modelldarstellung ausschalten.